Ich glaube, noch erstaunlicher war, dass ich das überhaupt eine Frage in diesem Fach richtig beantworten konnte, weil ich, was Englisch betrifft, fast nie Fragen richtig beantwortet habe, glaube ich. Weil ich in Englisch eine absolute Katastrophe war. Zumindest in Kombination mit der Lehrerin. Grüße gehen übrigens raus. Ja, ich konnte, ich habe wirklich die ganze Oberstufe, Stufe waren. Oberstufe? Oberstüfchen, haha. Das Oberstüfchen ist das oberste Stüfchen einer Treppe. Ja, kleiner schlechter Witz am Rande. Also, Englisch in der Oberstufe bei mir war, ja, schon mehr oder weniger katastrophal, sage ich mal. Da hat halt wirklich gar nichts mehr funktioniert. War aber immer noch besser als Latein, weil Latein war ich noch schlechter. Da wusste ich halt wirklich nie auch nur irgendwas im Ansatz. Deswegen habe ich ja Englisch genommen. Und dann die, ja, ich will jetzt nicht sagen, unfähigste Lehrerin der gesamten Schule bekommen, aber die unfähigste Lehrerin der ganzen Schule bekommen. Und ja, ich habe jetzt gerade eine Treppe gesetzt. Das war mein voller Ernst. Das war dann etwas suboptimal, sage ich mal. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so extrem geil. Aber das kann man jetzt natürlich nicht mehr ändern. Ich bin jedenfalls mit einem Dreier durchs Abitur gekommen. Das ist für mich schon vollends zufriedenstellend gewesen. Ich, wie gesagt, in Englisch wirklich ein schlechter Schüler war. So, da ist mein Hund. Ich frage mich, ob die ganze Erde, die wir da haben, überhaupt reicht. Also wir haben hier ein bisschen Erde mit drinnen. Stein, 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 Sand, Dirt, Dirt. Drei Kisten Dirt haben wir noch. Das kommt mir erstaunlich wenig vor. Ich weiß nicht, wie viel oben noch ist. Das kommt mir wirklich sehr, sehr, sehr wenig vor. Vor allem, wenn ich bedenke, was ich da oben alles habe. Und ich will jetzt nicht extra irgendwo hingehen, um Erde zu farmen. Also ich meine, klar, im Endeffekt kann man natürlich hier irgendwo in die Richtung das Tal wieder antatschen und etwas tiefer legen. Das ist jetzt zwar eigentlich nicht genau das, was ich will, aber das hier oben muss jetzt erstmal fertig werden, sage ich jetzt mal. Und wenn nichts mehr da ist, dann ist hier nichts mehr da. Wobei ich eigentlich da jetzt auch dazu sagen muss, dieses Ganze, was hier jetzt schon Erde ist, das war eine einzelne Doppelkiste. Also so gesehen müsste das eigentlich dann doch wiederum reichen. Zumindest, wenn ich nicht alles so ultra solide mache. Hier zum Beispiel hier vorne, hier sind ja die Hügel wirklich solide aufgefüllt, die sind ja ganz voll. Was ich jetzt hier zum Beispiel auch schon nicht mehr getan habe. Hier kommt jetzt vielleicht auch noch eine kleine Dirt-Schicht drauf und dann war's das. Ich habe auch einmal gemacht, dass ich eine Landschaft von unten exakt nach oben kopiert habe und wieder hingestellt habe. Das werde ich aber hier nicht machen, weil das dann doch etwas zu hügelig ist, sage ich mal. Also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber das ist mir ein bisschen zu hügelig. Das soll ja ein kleiner Wald sein und nicht eine Alpha-Region. Die da so quasi vor sich hin existiert. Und genauso an die Oberfläche kopiert wird.
wie es im Untergrund ist. Hat dann natürlich, so wie ich es jetzt mache, einen gewissen Reiz, dass ich nach oben hin. Beziehungsweise wird das später ohnehin passieren, wenn dann ab der Version 1.8 in der Beta, also so in 4 Monaten wahrscheinlich in etwa, wenn dann die Mobs namens Enderman sich in das Spiel einmischen, dass dann hier ohnehin ein paar Blöcke geklaut werden. Voll hier oben. Na ja. Dass wir dann unten sowieso eine kleine automatische Beleuchtung drin haben. Die uns sogar mit Tageslicht funktioniert. Und ansonsten müsste man sich halt dann in die Hölle, in den Nether absetzen und bisschen mit Glowstone nachhelfen. Den dann so in die Bäume platzieren. Und was es da nicht alles für Tricks gibt und um so einen Wald von innen heraus, wenn er unterirdisch ist, zu beleuchten. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und ich will hier noch ein bisschen Zuckerrohr um den Teich legen. Das habe ich mir ja vorgenommen. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Aber ich gehe eigentlich mal schon davon aus, dass ich das schaffe. Jetzt kommt hier langsam in die kritische Phase der 4 Dirts, die im Weg liegen. Hier ist einfach schon alles grün. Das ist ja, oh, das ist schön. Das ist ein toller Anblick. Auch wenn es da vorne mehr gelb als grün ist und da unten. Oh. Ich dann dort runter? Ha, ja, habe ich. Jetzt bin ich auch runtergefallen. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist doch eindeutig Fichtenholz. Also Fichtenholzblätter. Muss mal schauen. Ich glaube, da bestimmt noch. Also ich habe da bestimmt schon Setzlinge irgendwo rumliegen. Muss ich aber erst suchen. Das ist ja von dem auch ein bisschen. Ist ja gut, Leute. Dass wir davon auch ein bisschen was haben. Weil ich mit dem Holz eigentlich auch sehr gerne bauen würde. Und nicht unbedingt mit Birke. Weil. Das. Ich weiß nicht. Die Musterung, die taugt mir einfach nicht so wirklich. Zumindest nicht in Minecraft. Im Wald als Holz, ja, aber. Sonst eigentlich gar nicht. Es ist noch ein sehr praktisches Holz zum Farmen, weil die Bäume nicht so groß werden, wie Eichen es werden können. Sondern, dass man halt immer bei Birken immer an alle Holzblöcke drankommt. Das ist halt sehr schön. Das ist der einzige Vorteil, diese Bäume, weil das Holz finde ich echt nicht so toll. Zumindest das Holz, das man jetzt auch als einziges Holz bezeichnen kann. Weil Bretter gibt es davon hier nicht. Das ist ja dann alles normale Wooden Planks, die man rauskitzelt, sondern nur die äußere Textur besonders. Und wegen der äußeren Textur brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht Birkenholz verwenden, weil die äußere Textur. Ich wüsste nicht, wofür ich in einer Minecraft-Welt beim Häuserbau oder irgendwas ich Birkenbretter hernehmen sollte. Also wirklich nicht. Mir fällt da einfach nichts ein, was mir da taugt. Wirklich nicht. Und deswegen verwende ich Birken als Lock-Material.
Nie. Und das ist halt so. Kann ich auch nicht ändern, will ich auch ehrlich gesagt nicht ändern, weil ich weiß nicht, was ich mit einem Birkenholzstamm anfangen sollte. So. Als nächstes fällt mir auf. Ach du meine Güte. Ich habe gerade eine Idee, die ich mir sehr, sehr, sehr cool vorstelle. Ich habe gerade eine Idee, die ich mir wirklich sehr cool vorstelle. Ich sitze schon in beiden Bergen hier. Das Tier fülle ich noch auf. Und dann haben wir hier dieses Loch. Da lasse ich einen Wasserfall runtergehen. Nur von da hinten sieht. Das ist dann durch den Wasserfall hier in diese riesige unterirdische Landschaft reingeht. Ich glaube, das könnte sehr episch aussehen. Ich meine, Wasserfälle und unendliche Quelle haben wir eh noch da. Dann legen wir hier oben quasi eine Art See an. Gut, eine Schaufel brauche ich dann hier noch. Dann kann ich nämlich hier oben gleich noch die Erde, die Berge ein bisschen umklamüseln für diesen Zweck. Und dann. Oh, ich glaube, das wird echt gut. Ich habe auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich gesagt habe, das wird echt gut, dass es dann eigentlich eine ziemliche Katastrophe geworden ist. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe gleich beim Feld auch gesagt, das wird richtig gut. Jetzt hängen wir da seit 100 Folgen oder so an diesem Feld rum. Und es wird einfach nicht mehr weiter. Es ist quasi immer auf einem einzigen Stand. So, hier mache ich jetzt einfach mal einen doppelten Boden. Dass ich auch ja nicht Probleme mit Wasser bekomme. Das wird dann da unten halt noch richtig schön blöd mit dem Ablauf von diesem Wasserfall. Weil dann müsste ich hier unten gleich einen See machen. Und den werde ich dann nicht so solide machen wie den See da oben. Das tue ich mir nicht nochmal an. Vor allem nicht bei so einer riesen Fläche hier, wie ich sie da habe. Da der Perfektion allen Ehres, alles in Ehren, aber ne. Das, darauf habe ich dann doch irgendwie. Da habe ich, denke ich mal, bessere Dinge zu tun mit der Aufnahmezeit hier. Und für die ganz Schlauen, die jetzt hier merken, so, ey, damit ersparst du dir doch nur die Arbeit hier unten alles schön auszukleiden. Ja, stimmt. Da spare ich mir eigentlich auch nur die Arbeit hier an vernünftigen Berghang zu machen, aber die Idee, durch einen Wasserfall hier reinzukommen in diese Unterberglandschaft, stelle ich mir halt auch einfach irgendwie gerade zu geil vor. Also, dass ich das jetzt nicht machen will, ehrlich gesagt. Irgendwie hat ein Wasserfall immer so etwas Geheimnisvolles von so einer Art geheimen Portal. Finde ich. Also nicht Portal, sondern halt einfach eines geheimnisvollen Durchgangs. Ah, es funktioniert nicht. Ich muss das schon von da immer holen. So.